So. Moment. Muss erstmal noch an der Einstellung ein bisschen rumschrauben. Mach das, dann tue ich das hier. Autoeinstellung, Medium, Grafik, Vollbild. Das wollen wir anmachen, danke. Wen gibt's denn alles jetzt? Den Jake. Und die anderen komischen Fuzzis. Ja. Der Adam Francis ist der neueste, ne? Der ist ja mit die neueste Geist. Ist. Ne, die neueste ist die. Die Japanerin. Nee, nee. Was? Ne. Die Japanerin ist mit dem Doktor dazugekommen. Du meinst jetzt Überlebende? Ja, ja. Ja, nee, die neueste ist die Kate Danson, so, ja. Nein, der Adam Francis. Nein, die unterste ist Kate Danson. Nein, Dead by Daylight, Shattered Bloodline. Die Kate Danson ist Curtain Call, das war mit dem Clown. Der Clown ist vor dem Geist da gewesen. Okay. Okay. Adam, guck. Ich bin gleich wieder da, der Stream läuft sowieso erst noch an. Bis gleich. Ja, ja. Mach nur. Hä, was? Hallo! Da gibt es jetzt neue Währung. Neue Aura Währung? Ja, es gibt 1, 2, 3, 4 Währungen jetzt. Hast du auch so ein Halloween-Medikit bekommen? Ja. Du kannst jetzt da an diesen Sträuchen da, die sind zwar jetzt nicht mehr hier in dem Titelbild, auf dem Titelbild waren so ganz viele Pflanzen. Da konntest du, keine Ahnung, das war halt diese. Dieses Halloween-Event, da waren hier überall im Mittelbild Pflanzen, diese. Haben die ganze Zeit gemacht. Ganz komisch. Die gibt's aber noch in-game, da kannst du dann so Serum rausziehen und kannst daraus was herstellen. Ich hab einen vollgefüllt, da musst du, glaube ich, 2 Spiele spielen, um dieses Ding voll zu bekommen. Eiter-Serum ist eine Shop-Währung, die ausschließlich dazu genutzt wird, die Anpassung Items für heilige Fäule zu benutzen oder zu kaufen. 13 Tage noch. Und dann haben wir noch Aura-Zellen, dann haben wir die schillernden Scherben und dann halt die Putpunkte. So, dann schwenke ich mal beim Stream. Ups. Bist du auch Spieler Level 1? Ja. Nee, 2, 3 bin ich jetzt. Ich bin noch 1, hä? Ach, das ist das generelle Level. Ja, genau. Das kam jetzt auch noch hinzu. Mit dem Rang und deinem normalen Player-Level. Ich hab schon gewundert. Ich bin Level 33. So! Willkommen zu Dead by Daylight. Sperma! In den Mund. Nimm ihn ganz in den Mund. Fest. Nimm ihn. Wird eigentlich noch angezeigt, wer der Killer ist? Denn das ist sehr gesund. Ja. Nein, nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Charakterinfo. Ah, ich muss gerade mal. Zack. Ah, nein! Der hätte Kopie Coffee. Die Mac Thomas. Der Thomas. Aura-Zellen sind eine Shop-Währung. Damit kannst du Charaktere anpassen. Ach, das ist Ingame-Währung. Mhm. Kannst du nur kaufen. Ja. So wie die Rainbow Six Credits. Genau. Schmarrn. Zum Teil, ja. Nee, du kannst auch die Serum herstellen, indem du diese sammelst in dem Spiel. So ist es nicht.
Ne, die Aura-Zellen hättest du ja. Achso, die Aura-Zellen, ja, die. Ja, ja. Die musst du dir mit Eschgal kaufen. Ich hab gar nicht in den Shop reingeguckt. Du kannst da echt so viel Zeug mittlerweile holen. Jeder Keller hat mittlerweile irgendeine neue Ausrüstung bekommen. Na, ich hab das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ich weiß, dass es einen Shop noch gab, ja. Aber dass es da so viel Zeug gab. Der ist sogar noch sehr neu, also ich kann den noch nicht. Na doch, ich kann den schon. Okay. Normalerweise stand ja unten immer durch die Fragen, hast du ja so angedeutet bekommen, wer der Killer ist. Ich glaube, das haben die jetzt auch rausgenommen. Oder? Hm. Das lädt irgendwie so lang. Vielleicht haben wir die neue Map. Ja, bist du schon drin? Nee. Bei mir hängt das Spiel. Mein Game hängt. Warte mal noch. Ah, jetzt geht's weiter. Los, Freunde. Nee, haben wir nicht. Ein widerliches Schlachthaus Coldwind Farm. Ich bin direkt am Generator. Bei mir ist der Thomas. Bei mir ist oben rechts so eine komische Fiole. Ja, die kannst du auffüllen, indem du diese Pflanzen findest und erntest. Achso. Haben Jason? Was ist Jason? Den gibt's gar nicht. Noch nicht. Achso, ich meinte auch. Auch Thomas, der hat verschissen. Ja, kommt schon. Moment, ich muss gleich mal. Sekunde. Wir haben die Lullaby. Wir haben Lullaby. Ach, die Jägerin? Ja. Ich bin gleich wieder da. Sekunde. Gott. Die sind mir vorbeigerannt. Ja, an mir auch. Ah, oh, sie liegt. Bitte bringen Sie nicht in den Keller, scheiße. Wo hängst du? Nicht weit. Scheint zu, ja. Lau, Forest. Sie kommt wieder. Sichere Hakenrettung. Oh! Boah, direkt neben mir. Upsala. Heben noch auf, komm! Uranfot. Wir bringen ihn in den Keller. Guck nicht rein! Komm, Kollege. Hau mich, komm! Hau mich! Aha, warte. Achtung, du musst wegrennen, die kommt gleich hierher, weil ich den Generator fertig mache. Psst, komm her, Kollege. Steh doch nicht da rum, komm her!
Wo rennt sie denn hin? Verlassen. Ey, Darius? Hm? Bin ich bei dir raus? Nein, noch nicht. Ja, doch, bist du. What the fuck? Irgendwas mit dem Fehlercode. Was soll denn das? Weißt du? Wieder doch geschlossen, alles tot. Ich wollte gerade zu dem anderen Typ rennen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich das Spiel auf dem Mast spiele. Ich glaube, das hängt vielleicht damit zusammen. Bin der gerade als entkommen. Sie hat mich nicht einmal bekommen. Ich bin richtig gut weggerannt. Ich war eigentlich auch voll gut gewesen, aber dann wurde ich rausgeschmissen. Ja, verreckt. Schmeckt's? Warum rennst du zu mir? Du bist so ein Kanackendrecker, ey. Das gibt's nicht. Wow, wow, wow. Ja, das ist nicht übertreiben. Boah, ist da noch lauter, ey. Boah, war das knapp eben. Geldbörse wird geladen. Schon krass wie bei mir. Das Spiel hängt wieder. Neuer Inhalt. Guck ich mir mal den Shop an. Boah, der Shop ist ja riesig. Mhm. Okay, wenn ich den Geist, wenn ich diesen, das Gespenst laden will, die neue, dann wird von mir der Kopf einfach gar nicht angezeigt. Ach, du kannst die jetzt auch mit diesen Scherben kaufen? Nee, du kannst, mit diesen Scherben kannst du, dieses... Du kannst die mit diesen Aura-Zellen und mit den Scherben kannst okay. du die kaufen. Okay, ja, weil du hast auch die Möglichkeit, mit diesen Scherben irgendwelche Rituale durchzuführen auf irgendeinem... Komm grad nicht drauf. Ja, will man was zu, nach was zu essen greifen, da kommt man ein Quick-Time-Event, Alter. Immer so. Der Wandler. Dead by Daylight has crashed. Ich
glaube, das ist echt scheiße, dass ich das Spiel auf dem Nass habe. Ich glaube auch. Lass mal einen Fehler Durchlauf machen auf dieser auf dieser Datenbank. Ja, ich tue es gerade starten, ich komme gleich wieder. Draußen? Nee, noch mittendrin. Wir machen gerade den letzten Generator. I'm the last one. Es gibt anscheinend keine Falltür, ne? Doch, jetzt müsste rein theoretisch die Falltür auf sein. Aber ich habe den Generator fertig gemacht. Aber ich weiß, wo die Falltür ist, also nehme ich die Falltür. Statt die normalen Ausgänge Falltür genommen. Ich habe den letzten Generator noch gerade, aber egal. Ach, den Bill habe ich auch. Okay. Anscheinend mir fehlen leider noch ein paar Punkte. Level 37. Gerissenes Fleisch.
Oder Plünderer Spürsinn 1. Ist eigentlich alles Kacke. Auf ein neues. Auf ein neues Ready. Schlag mich diesmal fester. Irgendwie rattert mein PC jetzt auch voll. Oh, Harrow. Hallo. HWSQ. Für was steht das eigentlich? Ich lese es immer wieder. Horizon Squad. Was? Horizon? Horizon Squad. Horizon Squad. Okay. Naja, aus Horizon Zero Dawn haben sie Horizon gemacht. Und aus haben Horizon. Horizon. The Silver Good Player. Und tschüss. Erstmal den guten Erste-Hilfe-Kasten wegnehmen. Ich will jetzt nichts ausrichten. Mach ich nicht. Lol, Adam Friends, das ist sogar Schwierigkeitsstufe Mittel. Der Adam. Die Laurie soll schwer sein. Der Laurie? Der Overback auch. Ja. Du hast Jake Parker mal gezockt, gell? Der soll, der Schwierigkeit Mittel. Ich hab die, den Jake und die Dings hier. Die habe ich immer gespielt. Ich bin mit denen über 30. Die du hast, ist aber auch Mittel. Du hast zweimal Mittel gespielt. Ja, und? Ich sehe da keinen großen Unterschied. Mm-mm. Ich auch nicht. Ich hab auch die Laurie Strode mittlerweile auf Level 4 und die ist schwer. Das liegt wahrscheinlich nur an der Perk-Kombination, die du da erreichen kannst mit denen. Guck mal, Detective aus Saw. Oh nein, ein Schwarzer. Oh, hallo. Ich spiel den, der sieht irgendwie aus wie Will Smith. Stimmt. Vor allem, weißt du, die Frisur und der Arztkittel passen halt einfach überhaupt nicht zusammen. Wenn ich den Haarschnitt sehe, dann muss ich immer an diese PS1-Charaktermodelle denken. Ja, Mann. Wo die so richtig kantig. Aus San Andreas oder so. Ja, genau. Das sah so richtig schäbig immer aus. So. Jetzt ist mein Eistee auch leer. Alright. Irgendwer hat mich zu seiner Freundschaftsliste hinzugefügt. Ich auch? Wo? Nick Ward hat mich zu seiner Freundschaftsliste hinzugefügt. Wo denn? Hier in Steam. Ich kenne den. Was ist denn das für einer? Nick Ward. Jan Schäfer, Texas United States. Kenn ich nicht. Bei mir steht nichts. Zurzeit im Spiel Dead by Daylight, ja, der. Entweder ist es der Killer oder die andere. Ja, oder er lüftet halt. Der Max Schnuddel. Lol, Sebastian. Ja, ja. Bei mir hat sich jetzt auch jemand bei mir gemeldet, Nick Ward. Ja, der hat mir auch eine geschickt. Dann löscht es mal. Ausstattung, guck mal. Du kriegst die Standard, die hauptsächlichen Standard-Perks jetzt kostenlos einfach von den Überlebenden hinzu. Du musst sie nicht mehr leveln, sondern du kannst das erste frei entscheidend nehmen und dann leveln. Okay. Ja, sonst musst du die damals musstest du die erst erlernen. Ja, ein Blutnetz. Wenn du wieder Glück hast, vielleicht hast du nebenbei noch die Schrottdinger bekommen. Kuchen der Flucht? Was?
Monster blockiert, habe ich jetzt gemacht. Ich habe ihn auch jetzt abgelehnt gehabt. Ich weiß nicht, was es so einer ist. Okay, auf Wiedersehen, bei der Leid. Abgeschmiert? Ja. Warum bei dir jetzt? Keine Ahnung. Gerade beim Laden einfach. Bei mir hängt's gerade. Kam da ein Fehlercode oder hat es einfach geschlossen? Einfach weg. Lol. Ich verstehe diese Wissenschaft nicht. Also ich bin noch drin. Vielleicht weil wir irgendwie in der Gruppe sind und das ist nicht so ganz, ne? Komisch, das hat die letzten Tage auch geklappt. Schutzwald, das Macmillan-Anwesen. Mich würde jetzt interessieren, ob ich jetzt auch rausfliege oder nicht. Ach, hi, cool. Willst du mal die Biografie von der Ollen hören? Die ist saukrank, Alter. Von welcher? Von der, von dem Ghost. Spiel verlassen. EAZ bemerkt, dass Spieldaten verändert wurden. Fehlercode 4. Um dies zu beheben, überprüfe bitte die Integrität des Spielecages. Zu finden unter dem Menüpunkt Eigenschaften lokale Daten des Spiels. Ja, das bin ich auch raus. Okay. Rin war das einzige Kind der Mayoko-Familie. Sie wurde in der staubigen Räumen eines traditionsreichen Hauses in Kagawa großgezogen. Sie studierte Pädagogik in Takamatsu, einer Privatuniversität, was schwer auf den hohen, ohnehin schon unsicheren Finanzen ihrer Familie lastete. Im selben Jahr wurde ihre Mutter krank und die Rechnungen stapelten sich. Rin arbeitete neben dem Studium im vergeblichen Versuch, diese Last zu mindern. Ihr Vater sah sich Schulden gegenüber, die nicht aufhörten zu wachsen. Bla bla bla, dann wurde er, Vorschuss und so und irgendwas. Seine Bitte wurden abgelehnt. Das Unternehmen hatte ein fehlerhaftes Produkt auf den Markt gebracht, das es viel kostete. Bla bla bla, nach 22 Dienstjahren wurde er entlassen. An diesem Abend kam Rin nach der Arbeit nach Hause. Sie war länger geblieben, um den Kunden zu bewirten, die im Restaurant verweilt waren. Als sie ihr Fahrrad im Schuppen abstellte, hörte sie ihre Mutter im Haus schreien. Sie eilte hinein und stürmte die Treppe zum Schlafzimmer ihrer Eltern hinauf. Dort fand sie ihre Mutter in Stücken auf dem Boden vor. Ihre Gliedmaßen waren sauber abgeschnitten und in einer unnatürlichen Stellung verstreut. Ihre Brüste waren aufgeschnitten und ihre Brustkorb war freigelegt, der gebrochen war. Rin würgte. Ein scharfes Katana stürzte auf sie herab. Rin wehrte die Klinge ab, die sich in ihrem bloßen Unterarm grub. Der Schock des Erkenntnisses unterbrach ihren Schmerz. Ihr Vater führte das Katana mit einem mysteriösen Ausdruck. Sie schrie, um ihn zu öffnen zu bewegen, aber er schlug und erneut auf ihren Arm ein. Sie stürmte davon und rutschte auf dem blutverschmierten Boden aus. Sie stürzte sich auf den Türraum ab und hiefte sich auf. Das Katana schlitzte durch die Wand und spaltete ihren zweiten Arm. Sie schrie vor Schmerz auf, als sie in den Flur humpelte, wo sie schon von der Klinge ihres Vaters erwartet wurde. Sie taumelte zitternd zurück, als sie das weiche, lose Fleisch ihres Bauches festhielt. Vor ihren Augen tanzten Bilder der verstreuten Glieder ihrer Mutter. Rin stützte sich auf ihren Vater, was ihn zugestolpern ließ. Er schlug ihr in den offenen Bauch und die Schmerzen warfen sie zu Boden. Sie versuchte wieder auf die Füße zu kommen, aber er schlitzte ihren Oberschenkel auf, wodurch sie auf dem Boden zusammenbrach. Als sie zur Treppe kroch, packte er sie an den Haaren und schleuderte sie durch die Ecke gegen eine Trennwand. Beim Aufprall barste das Glas. Sie fiel hindurch und landete ein Stockwerk tiefer. Jetzt weißt du, warum überall Glasscherben in ihren Beinen sind? Irgendwo über ihr hörte sie Schritte. Mühsam bewegte sie sich schlängelnd durch das Meer aus Glassplittern. Die Scherben bohrten sich in ihren Fleisch, rissen es auf. Er musste aufgehalten werden. Er würde nicht damit davonkommen. Was sie angetan hatte, was ihr ihre Mutter angetan hatte. Als sie Blut hustete, schürfte sie sich ihren Kinn am Glas auf, wodurch sie noch mehr blutete. Ein tiefer Herzschlag begann in ihrem Ohren wieder zu hallen. Ihr Körper fühlte sich so schwer an, dass sie sich nicht weiter bewegen konnte. Der Boden vibrierte von den Schritten ihres Vaters. Sie wusste, dass sie es nicht schaffen würde, aber es machte ihr nichts mehr aus.
Er würde bezahlen, in diesem Leben oder im nächsten. Ein dunkler Nebel legte sich langsam wie ein Schleier über ihre Augen. Aber er konnte ihren Zorn nicht unterdrücken. Sie würde nicht ruhen, noch nicht. Die Dunkelheit flüsterte ein Versprechen von Blut und Rache. Ein Schwur wurde abgelegt und Rin schloss ihre Augen. So, jetzt weißt du, warum die so entstanden ist. Lol. Der offene Bauch, die abknappelten Kontane, Arme und so. Das einzigste Bein ist das linke. Ach, die Arme, ja, hat mir so eine bisschen Depp. Ich lasse jetzt gerade die Fehlersuche laufen. Ja. Ich lasse bei 35% erst sauber verdammt. Ja, okay. Ist ja eh auch nass. Das dauert dann immer so. You have been banned. Also bei dir kam keine Fehlermeldung. Nee. Das jetzt sonst auf die SSD laden, aber ich habe nicht mehr viel Speicherplatz. Oh nee. Ja, jetzt hängt das Spiel bei mir wieder. Du hast auch so Probleme. Gerade schon. Also es leckt irgendwie gerade unheimlich komisch lang. Krass, warum? Na gut, er lädt wahrscheinlich gerade den Shop, okay. Ja, vielleicht weil es streamt. Da gibt es ein Gewand für sie mit so mit für den Geist. Ja, mit so einem Haarnetz. Das sieht voll geil aus. Was heißt ein Haarnetz mit so einer Gestalt halt? Mit so einem. Hey, egal. Ich hoffe, der findet irgendwie was. Da was genau standen da nochmal. EAC hat bemerkt, dass Spieldaten verändert wurden. Fehlercode wäre, um dies zu beheben, überprüft bitte die Integrität der Spielkarte. Finden unter den nächsten Eigenschaften und Kartendaten des Spiels. Zusatz Info Unknown File Version, that by Data and Content Pack. Das ist unser Editor. Unknown File Version? Okay. Keine Dateien.
Das ist jetzt seitdem das komische Easy Anti-Cheat oder wie das da heißt. Pass auf, dann ist es genauso ein Schmarrn wie mit Battle-Eye früher. Wo wir so Probleme damit hatten. Das war wegen Anturnt, glaube ich, gell? Ja. Und du noch deswegen gebannt worden bist und nicht einen Brief an Ubisoft geschrieben hast, damit die dich entbannen. Das war aber dann, das war aber ein Battle-Eye-Fehler bei allen Spielern. An einem Tag sind ja über 2000 Spieler gebannt worden. Hast du ja gesehen, oben rechts da die Liste, wo da immer länger geworden ist. Das war ja schon heftig, wie viel da gebannt worden ist. Ah, warte kurz. Auch mal wieder Minecraft Ticket spielen. Ich glaube, Twitch habe ich runtergeschmissen. Ja, doch. Bei mir geht's ja nicht. Ja, du hast ja so Probleme mit Minecraft. Keine Ahnung, warum es bei heute nicht geht. Ah, kann ich auch mal wieder spielen. Und bei dir nur das Modpack nicht oder Twitch nicht? Generell, weil da irgendwie Minecraft dich initialisieren. Kein Plan warum. Das ist voll komisch. Du hast Probleme mit den Modpacks gehabt und ich habe Probleme beim normalen Minecraft gehabt. Obwohl ich das jetzt hinbekommen habe. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Ach, seit Microsoft das da gekauft hat, ist es einfach nur noch scheiße geworden. Warcraft und Terminal funktioniert nicht mehr. Das wird jetzt auch alles hingeschmissen. Ich spiele ja immer noch bei mir auf der Minecraft Singleplayer Map, aber da gibt's halt für die 1.13 gibt's kein World Edit. Mhm. 99% darf kommen. Jo. Lädt er irgendein Update runter, hä? Naja, da fehlt irgendwas in deinen Spieldaten. 715,6 MB ist das groß. Scheiße. Naja, es kann sein, dass da was fehlt in deinen Daten. Da fehlt aber einiges, wenn das 715 MB sind. Schücht. Kann sein, weil ich das ja vorher auf der SSD schon installiert hatte, dass da irgendwie was verloren gegangen ist, wo ich das rübergezogen habe. Das wäre möglich. Ich geh mal kurz aufs Klo. Ja. Thank you.
Da stand bei mir 2 Fehler für Daten wurden erneut angefordert. Okay. Der hat schon ordentlich was gefunden. Ob es was bringt, ist die andere Frage. Freude. Ja. Mach dich schnackig. Jetzt hängt er raus, berührt den Stuhl, so mag ich's. Alter Verwalter. Hitlers Pilates oder was? Oder soll ich das verstehen? guck mal, das passt doch letztens zu. Das Bild passt doch zu den Bildern, was du letztens geschickt hast. Das mit den Kuchen. Alter, IG. Das passt doch aber. Vor allem, das soll ein Taco. Das sind irgendwelche Nachos mit der. Boah. Oh, so die Idee zu kommen, ey. Machst du da mit, Darius? Beim No Nut November. Ey, Discord. Mein Spiel. Hallo? So, jetzt da. Autom speichern. Der Tod ist keine Zuflucht. Nö. Aber ein. Ups. Was? Wem tut's weh? Nix. Nix, nee. Der Darius hat mir eine Anfrage geschickt, Darius. Kennst du den? Das komische Fickface. Schmeckt. Was denn? Ja. Mein Game hängt. Wow. Heute ist der 3., ne? Ja. 25, 26, 27. Ah, okay. Diesen Monat Kontakt sei das 3 raus. Ich hab's doch nicht vorbestellt. Schäm dich. Ich bin echt noch am überlegen, ob ich entweder die normale Edition oder die Collector's Edition kaufe. Ich weiß es aber nicht. Ach, Darius, ich weiß es nicht. Miau! Weil die Collector's Edition kostet 150 Euro. Oh je. Da ist die geile Statue von der Fury mit dabei, ach Gott, ey. Ich weiß es nicht, Darius, bitte hilf mir, bitte sag nicht rum. Die McNally. Boah, weißt du, was ich hier letztens gefunden habe? Erzähl's mir. Mein Fidget Spinner. Ich bin gerade. Fidget Spinner. Mein Spinner Fidget Spinner. Dein Fidget Spinner. Der Spinner Fidget. Der läuft echt gut, wunderbar. Also beschweren kann ich mich da eher weniger. Oh, mein Spidget Spinner. Mensch, ich hab den mir schon geholt gehabt, bevor der Riesenhype da drum eskaliert ist. Hm. Selbst davor hatte ich mir den schon geholt, weil ich den eigentlich ganz cool fand. Ja, ich habe mir 3 Stück geholt. Kann ich mich da eher weniger? Ich habe mir 3 Stück geholt. Der einen für mich. Einen hat dann meine Mutter genommen. Den letzten habe ich im Bajan geschenkt gehabt. Ja. Ja doch, den habe ich im Bajan geschenkt. Gott, ich war ein netter Mensch bin. Ich müsste den ja eigentlich mal wieder anschreiben. Ach, ich schreibe ihn gerade mal an. Gib mir dein Geld. Ne, wie es ihm geht. Ja. Ach so, ja. Falls jemand Besonderes zuschaut. Ist es dein Neffe auf dem Bild? Welches Bild? Das Profilbild. Ja. Einer der kleinsten.
Das ist der, wo immer bei dir Minecraft gespielt hat. Nein, die drei Kids, Junge. Das sind drei unterschiedliche Altersgruppen. Klar sind wir nicht. Bärchen. Gestaltenabteilung. Das hat irgendwie gerade gepasst. Bärchen, Gestaltenabteilung. Oh nein! Geht das? Sie schreit. Ich sehe sie, die Fotze. Kleine Fotze. Geht das? Ui! Guck mal, passt ja, der Killer. Es ist ja auch ihre Abteilung. Ja, die ist ja gestört. Eigentlich müsstest du hier auch eingeliefert werden. Nein, bitte! Oh fuck, nee, sie haben schon gesehen. Ah, du Fotze! Ich muss ins Gebäude laufen. Aber bitte nicht an einen der Hinterausgänge raus, wo der Generator steht, danke. Hat er mich gesehen? Ich glaub nicht. Ich bin im Gebäude im Schrank. Der erste Generator ist fertig gleich. Ah, die rennt gerade hier noch rum. Ah, nein! Ah, okay. Junge, die bitte Ansicht, geh, die geh. Ansicht von dem Killer, gell, die von dem Überlebenden ist so riesig. Bitte geh weg, bitte geh weg! Also eher andersrum, so nah, die ist voll kacke. Die Nurse ist oben im zweiten Stock. Bitte geh einfach. Bitte! Oh Gott! Ha! Fick mein Leben. Ich höre doch was tuckern. Ich habe einen Werkzeugkasten gefunden. Fuck. Ich mache gerade den Generator oben im Gebäude. Ach, sie hat mich verpasst. Ist die Nurse draußen? Ja, ja. Okay. Ist voll scheiße, dass die jetzt die Generatoren kaputt machen können. Na. Wow! Ich bin bei der Hälfte. Ich hab die Hälfte jetzt fertig. Früher waren die Schritte größer, wenn es ums perfekte Skill ging. Das hasse ich voll. Ist draußen, ist die draußen, die Nurse? Weiß ich nicht. Ich bin so weit weg dafür. Ja, waren die Quicktime-Events besser. Also ich fand früher, dass man die Generatoren schneller fertig machen konnte, besser. Da waren die Menschen jetzt so unheimlich lang. Ach du Fickgesicht! Die hat mich. Die bringt mich raus. Nicht mal den nächsten Generator ist gleich fertig. 3, 2, 1. Fertig. Ich glaube, mein Perk ist an, dass ihr mich seht, oder? Und die anderen ja, auch. Ja, ja. Okay. Dein Perk mit Ö. Perk, Pork, Pult, Pork. Ah, hi, Darius. Die kommt zu euch auf den Teleportiertisch. Die geht zum Doktor. Die wird mich anhitten, gell? Die wird mich direkt wieder hitten. Ja, siehst du? Das bringt nichts. Nein, Darius, was machst du denn? Ich will die nerven. Komm, hol mich, du Bitch. Jetzt kannst du aber wegrauschen und dann dich verwiderhallen. Guck mal. Jetzt häng ich und nicht du. Wenn du jetzt nochmal hängst, wärst du sofort tot, siehst du? Das ist alles Technik. Ich habe übrigens die Chance zu entkommen, ne?
Ich bin der Herr der Haken. Ja, sie hat mich. Ja, dann bleib ich mal hängen. Boah, wie lange das einfach dauert, bis du frei bist. Das haben die doch genervt gehabt, ohne Witz. Jawohl! I need somebody. Danke. Ich habe mich frei gestruggelt. Okay. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Doch, Gehalt gesehen, werden durch Miau, Marazzi, Ramozzi, Ramazzotti. Nee, ich bin tot. Nee, Feierabend. Fotze. Ja, da ist der. Muss kämpfen. Der Dings Ramazzotti kommt gleich. Ramazzotti? Ramazzotti ist in der Nähe, ja. Der hilft dir. Ich mach den einen Generator gerade fertig, den letzten, und dann können wir alle flüchten. Ja, den hab ich noch angefangen gehabt. Ja, den mache ich jetzt noch fertig. Der erste kommt. Ja, ach, dich. Guck mal, sein Fuck gesichert. Oh, Mann. Warte, gleich. Halt noch ein bisschen durch. Die campt. Ja, dann melden wir die nachher. Dann melden wir die gleich. Mama. Dankeschön. Wo war der Ausgang gewesen? Da hinten rechts ist einer. Hier bei uns ist auch noch einer. Wir brauchen so viele Vollgeheilte, wie es nur möglich ist. Ich laufe hier gerade noch geinjured rum. Hier ist auch kein Ausgang. Mann! Ach, bitch, halt's Maul. Oh, ey, Bruder. Dankeschön. Sieht jetzt aus wie so ein Porno, Alter. Zwei, ein Asiaten. Ja, der ist auch das Geräusch von mir, von meinem Eisesserei. Scheiße, Alter, nee. Ach, wenn das meine Freundin sieht, die bringt mich um. Du kommst nicht rein, du Fut. Gibt's denn nur einen Ausgang? Nein, es gibt zwei. Wo ist denn McNally hin? McNally Spaghetti. Die kommt zu euch, glaube ich. Ja. Ich bin schon lange weg. Ja, die campt, die springt jetzt die ganze Zeit die Ausgänge ab, wahrscheinlich. Ich muss gerade erstmal einen finden. Ach, hier ist einer. Der erste ist gleich offen. Und komm, den holen wir noch, oder? Der hing noch nicht. Totem kaputt. Erstes Türchen ist gleich. Noch 20 Sekunden. Noch 3. Okay, ist offen. Da hinten ist der andere Ausgang, den wir auch noch aufkommen. Ach ja, nee, der tut ihn jetzt bewachen. Hat er schon gestruggelt? Noch 20 Sekunden. Nee, der ist tot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ich bin draußen. Ich wurde angehittet, ich muss raus. Naja, wir beide sind auch draußen, wir sind fertig. Ich hab noch den. Beide Ausgänge aufgemacht. Das war so eine Snitch-Bitch gewesen. Mhm. Ist auch nochmal gut gelaufen. Und ich hab keinen Game-Crash gehabt.
16.000 Punkte. Was für eine da Vorschlag. Kennst du das noch? Ja. Was für ein netter Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ich den leveln soll. Ich finde den irgendwie nicht so. Ich finde halt die Nurse, also die Krankenschwester halt voll geil, weil die hatte die Fähigkeit, sich selbst zu heilen. Ja, die Dings, wo du spielst immer. Mhm. Ich mag die Nia eigentlich, weil die hat so eine Fähigkeit, da kannst du halt, da wird der Verbrauch von deinen Werkzeugen verringert. Okay. Das ist halt auch ganz sexy. Ich habe jetzt gerissenes Fleisch Stufe 2 erlangt. Die Stufe 2. Aber ich finde halt Vorwarnung Stufe 2 wichtiger und Selbstheilung Stufe 3 wichtiger als... Ich habe das geschieht nicht noch auf Stufe 3. Heilung und Sabotage sind um 30% 3. größer, wenn du verletzt bist. Meine Bewegungsgeschwindigkeit während des Kriechens ist um 100% erhöht sogar. Da mache ich mal ein Opfer rein und zwar ein Bartnelkenduftkissen, weil dann kriegst du mehr Blutpunkte. 50% betrifft nur den Besitzereffekt, summiert sich. Betrifft nur den Besitzereffekt, summiert sich. Okay. Na, ich nehme den Werkzeugkasten, den ich gefunden habe. Warum habe ich einen Speedboost? Wenn ich geschlagen werde, fliege ich halt voll weg. Hast du so eine Pflanze gefunden, wo du das Serum abzapfen kannst? Hier auf der Map jetzt eben nicht, nee. Aber es geht noch 13 Tage, also man kann bestimmt noch Pflanzen sammeln. Ich glaube auch nicht, dass die auf allen Maps zur Verfügung stehen. Doch, es ist immer eine Pflanze vorhanden. Ja. Ja, aber ich denke mal, sobald es dann irgendein anderer Survivor abgenibbelt hat, dann geht die kaputt. Dass du nichts mehr davon hast. Du musst die finden und dann hast du fast ein halbes Fläschchen voll. Und du musst noch ein Match spielen, das reicht uns nicht. Ja, das dauert dann halt, bis du das ganze Zeug gefarmt hast. Was ist das für ein Skin? Die kann ich gerade. Ah, das ist die Thomas. McThomas. Der Thomas. Oh Gott, jetzt haben wir zwei Thomas hier. Warte mal. Tätige kooperative Aktionen für insgesamt 180 Sekunden. Tom Hase, verstehst du? Oh, ja. Der Tom Hase. Herr Hase. Tomase. Was ist denn mit den Tomaten passiert? Oh Gott. Guck mal, wir haben beide dasselbe genommen. Gegen den Albtraum spielen. Jawohl, ey. Ja. Da habe ich gar keinen Bock, ey. Michael Myers, ne? Und den habe ich auch keinen Bock, ey. Ich verstehe den irgendwie noch nicht so ganz. Ja, der kann dich in eine Traumwelt fangen. Ich weiß, du siehst den ja so nicht, aber irgendwie, keine Ahnung. Der ist ja eigentlich permanent unsichtbar. Mhm. Ich weiß das nicht, ob mein Perk bei dem auch anschlägt. Doch, das glaube ich schon, aber. Ich glaube auch nur, wenn er aus der Traumwelt draußen ist. Jetzt fehlen eigentlich so an ikonischen Horrorfiguren nur noch Jason, Chucky, Hellraiser, vielleicht ein Gremlin. Ja, was haben wir eigentlich fast alle? Oder der Creeper aus Jeepers Creepers. Das war auch noch cool. So ein Kindermörder, weißt du, so aus The Ring oder so, so ein kleiner Killer, das wäre auch cool. Das Problem wird sein, dürfen wir keinen Überlebenden als Kind reinstellen. Ey, ich meine jetzt einen Killer. Ja, aber Kinder. So aus The Ring jetzt so. Man darf hier keine Kinder reinsetzen. Oh nein. The Larry. Und halt ausgerechnet auf dieser scheiß Map, die ist so kacke. Ja, der ist in der Nähe.
Ja, ich habe in seine Richtung geguckt. Ach nein. Ich hör die Musik. Nein! Ich bin im Traum. Ja, ich sehe dich, du rennst mir gerade hier entgegen. Er singt. Ach komm, geh weg. Komisches Narbengesicht. Jetzt bin ich wieder wach, oder? Hallo. Dankeschön. Ach, ich höre ihn wieder. Ach, der ist direkt vor mir, ist Fickgesicht, weißt du? Ach, ich hab die Barrikade runtergeholt! Stück Dreck, Alter, ohne Witz. Oh, fuck der mich wieder ab, ey. Gar nicht OP, nein. Ach komm, bitte mal. Hello, ich war genau in der weißen Linie drin. Ach, danke. Ich hab ihn wieder gesehen. Ach, geh mir nicht auf den Strich, ey. Ja, ein Generator läuft schon. Ich hab bis heute nicht verstanden, was die Totems machen. Ich auch nicht. Ich bin bei dem anderen hier. Ach ja, hier ist schon voll oder was? Nein. Aber er kommt. Mama. Ich höre ihn. Die eine pennt gleich. Wie das aussieht mit dem gekrümmten Genick. So, wie du den einfach echt so nett siehst. Ja, du hörst aber laufen. Ja, du hörst ihn, aber sehen tust du nicht. Ja, lutsch meinen Schwanz, ganz ehrlich. Ach, ey, der nervt mich nur noch, das Fickgesicht. Ja, ich bin tot. Bringt nichts mehr. Struggle. Ja, der bringt nichts, das dauert so lang. Also wenn wir nächstes Mal Freddy Krüger haben, leffen wir einfach, weil ich finde den voll scheiße. Wenigstens habe ich den einen. Och ja, du mich auch. Mein Genick bricht gerade, glaube ich. Dass der auch genau an mir ist, gell? Finde ich sogar noch schlimmer wie den Michael. Ach,
Gott. Ah, ist aber wenigstens einen neuen Perk. Aber der bringt mir auch wenig. Ich bin noch in der Traumwelt. Das ist ein Vorteil. Ich sehe nämlich dann jedes Mal. Alles, wenn es zu hell ist, dann bist du in so einer Traumwelt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich bei Steam eine Fehlersuche gestartet habe und es hat wirklich was gebracht. Das ist wie so, wenn du bei Microsoft eine Fehlermeldung startest. Ja, du mich auch, Alter. Eine Bartmelke. Ist auch tot? Nö. Der nervt mich gerade nur extrem. Ich mag den Killer echt nicht. Der ist nicht gruselig oder so, der ist einfach nur nervig. Tagesritual nicht mal einen Fortschritt erzielt. Digga, du gehst mir auf die Nüsse, ey, das ist... Oh Mann, das nervt mich schon wieder. Dieser Typ regt mich auf, Mann. Das ist kein Killer, das ist einfach nur ein Störenfried, Mann. Man kann... Vor allem dieses neue System bei den Generatoren, ne? Es ist so nervig. Ach ja, komm. Vor allem das Struggle, das dauert. Ich glaube echt, das dauert länger als vorhin. Ich find's kacke, dass die Killer so einen riesen Vorteil haben. Ich habe irgendwie auch so das Gefühl, dass die Survivor eigentlich echt nur so gebalanced sind. Wenn du halt mit denen schon ein hohes Level hast und die hohen Perks schon mit denen. Mhm. Weil davor bist du schon am Arsch. Willst du mal den neuen Killer sehen? Den habe ich schon gesehen. Auch als Killer? Ja. Ich finde es aber ein bisschen lasch, dass sie sich auch nur so teleportieren kann. Nee, gehen, teleportieren, ne? Ist das nicht. Ja, das ist aber die so Geister, ähnlich. Sie bleibt auf der Stelle stehen und dann kann sie dir hinterher rennen. Aber sie wird dann, steht dann dort, aber sie kann nicht dann direkt angreifen. Also es funktioniert nicht, wie soll man sagen. Es ist schwierig. Ich weiß es, ich habe nicht gesehen, was die kann. Aber du bist langsamer, wenn du Spuk... Modus bist und du kannst keinen schlagen. Ich finde, das ist so eine Mixtur aus dem Freddy Krüger und der Nurse.
Den Leatherface, den habe ich noch nie gesehen im Spiel. Ja, aber das Spiel auch keiner, das ist einfach nur scheiße. Nichts anderes wie die Hinterwelt da. Ich glaube, der kann sich nur so drehen, oder? Der rastet halt voll aus, der Typ. The Krabby Chill Out Meme. Ja, sein Fingernägel-Esser da, hast du gesehen. Ja. Gegen das Gespenst, oh mein Gott. Die Chokri. Jetzt kämpfen wir gegen die Geisha. Erstmal Spin. Ja, ja, ja. Mach's mit Pro kaputt. Das ist eh scheiße, ich finde mal ein anderes besser. Ohne Witz, Mikro. Kannst du das ja ein paar Schein geben, hat er wieder einen Grund online zu kommen. Der hat sich bis jetzt nicht gemeldet, das Fickgesicht. Ich schreibe Bärchen, aber er, nein. Er schreibt halt nichts. Muss in allen Gruppen schicken, wo er mit drin ist. Ist ja nur die drei Minecrafter-Gruppe. Und Brian auch. Brian? Lemkin Lane. Haddonfield. Also wie gesagt, den hast du mal wieder gesehen gehabt? Naja, an der Tankstelle. Ha, was war denn der an der Tanke? Der hat da... Oh, hallo. Bist du für einer? Achso. Hm? Der hat da, als Tankwart gearbeitet. Bitte was? Ja, als Tankwart. Ach, gar weiß ich, wie ich mir das vorstelle. Ey, du Wichser, was? Du willst Benzin? Kennt man ja nicht anders, ne? Ich rede aber gerade mit deiner Mutter. Halt die Klappe. Ich weiß noch, das war so anstrengend mit dem Jungen. Aber der ist scheiße groß geworden. Hey, ich bin keine Generatoren. Ich bin gerade in einem Haus, so, mach einen. Hup. Oh Gott. Hör sie doch. Die Ransfurt. Oh. Da mache ich einen Generator weiter. Er liegt. Wo? Hä? Ach, da hinten im Eck. Nö, ich zieh den Generator durch. So, du hast einen Perk an. Ich glaube, es sollte gehen. Ja, du Fotze, du machst den Generator kaputt! Ja, du Fott. Komm gleich zu dir, warte kurz. Lauf, Forrest. Oh Gott, ist wieder da! Also, sie rennt dem anderen Typen aber hinterher. Sichere Hakenrettung. Ah, sehr gut. Ich bin jetzt in dem anderen Kellerabteil. Ah, er liegt wieder. Oh, ich bin die Obsession vom Killer, sehe ich gerade. Mhm. Ich weiß aber nicht genau, was das jetzt noch gemacht hat. Ich bin gerade ein bisschen weit weg. Bist du da gerade da? Nee, ich auch nicht. Lol, die war jetzt schnell. Hui, 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 hui. Bei dir? Ja.
Oh, der hat mich wieder nicht getroffen. Hab Geduld, mein Schüler. Oh, wieder nicht getroffen. Junge, sind die schlecht. Hilfe, 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 Hilfe. Lauf mal weg. Ich bin hinter dem Felsen. Ja, lauf doch weg, du Futt. Woher wussten die jetzt, dass ich da oben im Raum, in der Stube hock? Lol, die läuft, als hätte die Scheiße in der Hose, Alter. Warte. Scheiß Hecke. Du hängst auch. Oh Gott. Entweder bist du jetzt am Arsch oder ich. Er dreht mich hinterher. Fotze! Heil dich selber. Gott, wie das aussieht, ey. Erstmal. Halt euch alle erstmal. Ich hab den Generator fast fertig gehabt, da kommt die auf einmal das Haus hochgelaufen, obwohl sie gar nicht wissen kann, dass ich da oben bin. Du siehst ja alle anderen auch, ne? Jetzt gerade schon, ja. Die rennt gerade zu dem anderen. Die rennt zu dir ins Haus, Darius. Pass auf, die geht zu dir ins Haus. Die steht davor. LOL. Was war das denn? Die anderen machen auch nur die Generatoren. Die lassen mich hier einfach verrecken. Ja, Fuckfaces. Ich hab euch geholfen. Die kommt zu dir. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss dich runterholen, sonst leckst du mir da noch ab. Also die rennt jetzt zu uns, hier ist in ihrem Modus. Oh Gott. Der rennt sie mir hinterher. Oh, lol. Hä? Was ist das denn? Lol, das Werden geht bei mir viel schneller als bei euch. Nein. Oh, schade. Ach, Darius. Ich finde gerade keinen anderen. Zu zweit machen sie einen Generator. Wir sind zu dritt jetzt. Ja, mach den mal fertig. Ja, geht doch. Das war meiner eigentlich. Das war meiner, ne? Das verstehe ich auch nicht. Wie, woher wusste die, dass ich da oben hocke? Anstatt sich gegenseitig zu heilen, weißt du? Das sind so richtige Vollidioten, ganz ehrlich. Da hätten sie wenigstens mal mich heilen können. Ich hab noch ungefähr 5 Sekunden, oder 10 Sekunden. Komm. Statt mich zu heilen, weißt du, nee, die hauen ab. 5, 4, 3, 2, 1. Boah, das war aber echt knapp hier, meine Fresse, Alter. Ja. Nein, sie hat mich gesehen, oder? Ja, ich bin so gut wie tot. Ja, ich hab's was dann. Woher wusste sie denn, dass ich hier unten im Raum bin, Mann? Hat sie dich. Ja, aber woher weiß sie denn, dass ich hier unten drin bin? Ich verstehe das nicht. Wenn sie dumm ist und langsam ist, ah, scheiße. Hast du gesagt. Teammates brauche ich gar nicht zu vertrauen, die werden mich eh nicht heilen.
drei. Digga, der hat keinen Perk. Wie kann das sein, dass der so gut ist? Ja, weil das ein Egoistenschwein ist. Hier liegen die Äxte im Schrank drin. Ja, du. Von der Huntress. Das ist ja auch. Ist ja auch so. Wäre cool, wenn es einen Überlebenden gibt, der die nutzen kann für irgendwas. Okay, der sich auch mal so selbst verteidigen kann. Nicht nur immer die Taschenlampe. Das wäre nice. Wow. Weißt du, wo die anderen gerade sind? Ja. Einer macht einen Totem. Und der andere läuft gerade dem Killer hinterher. Oh, 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 oh. Du musst dringend Selbstheilungsstufe 1 erlangen mit dem Charakter. Fotze. Ja, komm, treff ich halt gar nicht. Mich hat so vorhin dreimal verfehlt. War ja so zu laufen und dreckiger als ihr hatte. Bin ich tot? Ja. Doch. Aber gleich. Oh, er hilft mir. Ist ja ganz was Neues. Es ist die Luke. Merkt ihr, wenn wir Regen. Na, dann halb ich doch auch, du Stück Dreck. Oh, nö, jetzt, was hat der Dwight für ein Level? Keine Ahnung. Der rennt einfach weg. Die haben alle kaum Spielerfahrung, glaube ich, mit dem Charakter. Ja, ich merk's. Ich merk's richtig. Sebastian? Hallo? Ja. Das war's dann wieder komplett. Leider ein Disconnect. Thank you.
Disconnect, sein Internet ist gerade weg. Wir müssen mal ein bisschen warten, da kommt bestimmt gleich wieder. We'll be right back.
Ja, so, kurze Info. Ich beende ab hier jetzt mal den Stream, weil folgendes ist passiert. Der Router ist abgeschmiert. Demnach müsste er den sowieso neu starten. Weil er aber jetzt sowieso gerade keine Zeit mehr hat, muss nochmal ins Krankenhaus und weg. Sag einfach später hier den Stream und wir hören voneinander mal. Vielleicht heute des Tages, heute Abend nochmal, ich weiß es noch nicht. Bis dann, tschüss.